Da sind wir zur dritten Halbzeit quasi. Das sind nochmal ein paar desillusionierte Hertha-Fans, die aber weiter nur 2 Punkte Rückstand auf Köln haben. Es geht also noch am letzten Spieltag, aber es interessiert uns eigentlich gar nicht mehr. Wir sind aber auf die Bilder angewiesen, die uns der Ü-Wagen liefert. Und da sehen wir schon den einen oder anderen aus der Familie Raoul. Da ist Mamen, seine Frau, Mutter der gemeinsamen 5 Kinder. Das jüngste ist erst 8 Monate alt, Maria. Die 4 Jungs, könnte sein, dass wir die gleich auf dem Platz sehen, wenn der Papa verabschiedet wird. Also sie haben ordentlich was aufgebaut hier. Ruckzuck und ganz schnell wurde eine Bühne aufgebaut in der Mitte im Anstoßkreis. Und viele Fahnenschwenker sind auf dem Platz. Fans, die einen Rahmen bilden rund um den Platz. Und das ist der Gruß an Matthias Schober. Wir wollen die anderen nicht vergessen. Und das wird auch das Programm nicht tun, die heute gehen, die uns heute verlassen aus unterschiedlichsten Gründen. Aber natürlich wird sich eine Menge auf den Senior konzentrieren. In unseren Herzen wirst du immer bleiben, stand da gerade auf Spanisch, damit er es auch versteht. Aber er weiß es auch so, er hat es oft genug gesagt, diese Zuneigung, die ich hier erfahren habe, die ist unglaublich. Die hätte ich nie erwartet. Man hat das mal Liebe genannt, mal Respekt, aber am Ende ist es immer das Gleiche. Er ist aufgenommen worden in die Schalker Herzen. Gespannte Erwartung. Die Mannschaft hatte sich in die Kabine zurückgezogen, um sich frisch zu machen für den sicher zu Herzen gehenden Schlussakkord. Im Prinzip ist die Saison ja auch sportlich zu Ende. Damit, dass wir Platz 3 festgemacht haben heute, das Spiel in Bremen sportlich, von den Punkten zumindest, bedeutungslos geworden. Und wir können ganz wunderbar feiern heute. Erwin Weiß wird gespielt, um ein bisschen Schalke-Gefühl reinzubringen. Auch sie vergessen ihren Schobi nicht. 16 Jahre, nach meiner Rechnung 15. 1990 bis 2000 und 2007 bis 2012. Aber von mir aus auch 16, wenn die Damen das so meinen. Wichtig ist ja, dass sie Danke sagen an den Jungen aus Mahl, der ein echter Schalker ist. Und wie wir heute wieder gesehen haben, beim Torjubel immer ganz vorne dabei. Ob er spielt oder nicht, war dann am Ende fast egal. Tja, so 100 mögen es sein, die da drin geblieben sind im Stehplatzblock von den Herthanern und ihre Trauer vielleicht ein bisschen miteinander teilen wollen oder keinen Bock haben auf die Rückfahrt. Keine Ahnung. Soll uns auch nicht kümmern. Es geht jetzt darum, dass wir hier die Party richtig schön mitbekommen und richtig schön feiern. Die Mannschaft sollte eigentlich schon längst wieder hier im Innenraum sein. Die warten unten an dem Aufgang, an dem Treppenaufgang. Die ersten, die hochkommen sollen, die ersten, die verabschiedet werden, sind Levan Kenia und Hans Sapai. Und er darf mit dabei sein auf dem Platz. Da kommt Jermaine schon mal mit seinen 4. Interessante Frisuren. Könnte der Papa auch. Die Krause da. Die Locke. Und er sieht sich auf dem Würfel und tanzt schon mal ein bisschen. Oder ist es eine Sie? Also danke für alles. Dar el Parabien. Den Ausdruck kenne ich nicht, aber Parabien für gut, alles gut gegeben. Irgendwas in die Richtung, dafür, dass du alles gegeben hast, soll das wahrscheinlich heißen.
Germain ist natürlich nur Spalier, wie der Rest der Mannschaft, die bleiben. Die Vertrag haben und die anderen mit verabschieden sollen. Von Erwin Weiß mussten wir uns ja auch leider schon verabschieden. Gibt es ja immer diese romantische Vorstellung, dass er uns aus dem Himmel zusieht. Und da wird ihm das Herz aufgehen, wenn er seine Lieder heute noch hört. So, wir haben die Autonomie und Spieler, die sich natürlich auch nicht nehmen lassen, hier Spalier zu stehen für die zu verabschiedenden Spieler. Also, das Team des FC Schalke 04 und den Vorstand bitte zum Spalier. Alle kommen sie mit, auch die Verletzten. Metzelda und Obasi, der sich erst heute verletzt hat. Und Ruben Faller, der Konditions- und Leichtathletiktrainer, hat sich auch verletzt, auch auf Krücken. Sie wollen alle dabei sein, wenn die Kollegen zum letzten Mal gefeiert werden. Peter Peters bedankt sich beim Erfolgstrainer Hüb Stevens. Das war verdammt keine leichte Situation, diese Übernahme, nachdem Ralf Rangnick ausschied. So, und das Rätsel kann ich jetzt nicht lösen. Zu wem der kleine Mann gehört, den Uschi da durch die Gegend trägt. Also seiner ist es nicht. Da bin ich mir jetzt relativ sicher und der von Jeff auch nicht. Da sind die ersten beiden, die auf die Bühne müssen. Diesen letzten Gang gehen, der auf der einen Seite schön ist, weil man will es ja gebührend feiern, aber auf der anderen Seite auch so schwer fallen kann. Da ist der Nachwuchs von Raoul mit dem großen Papa. Um die vier Söhne, da werden sich jetzt schon die Nachwuchszentren der ganzen Welt kloppen, wenn die auch nur ein bisschen von den Genen mitgekriegt haben. Wir übergeben wieder an DJ Dirk. Verbeugung vor der Kurve. Vielen Dank für euer Verständnis. Klasse Reaktion. Erstens, dass DJ Dirk sich bei der Südkurve entschuldigt und zweitens, dass die Nordkurve sofort mit Südkurve kommt und die meisten in der Südkurve haben auch geklatscht. Natürlich Hans Abraham in Leverkusen und wir haben ein paar tolle Szenen zusammengeschnitten. Hier ein kleiner Film für euch. Das Kenia. Kenia vorbei an Habel. Kenia hat jetzt freie Bahn und macht das richtig stark. Macht das richtig stark, zeigt all die Grußadressen, die ihn begleiten, hinein in die Fußball-Bundesliga. Herr Jans, alles Gute für die Zukunft. Wir werden dich hier vermissen. Ich bin natürlich glücklich, dass ich dich ein bisschen berühmter machen konnte. Damals im Sommerurlaub und ich hoffe, dass deine Karriere jetzt so steil nach oben geht wie in der letzten Zeit. Mach's gut.
Ja, der Applaus für den Film und die Leistung. Und hier sind die beiden. Herzlich willkommen, Levan Kenia und Hans Sappay. Der Gott auf Gesichtsbuch, der Meister von Facebook, Hans Sappay. Und Levan Kenia, dieses Riesentalent, das leider so Probleme hat mit seiner Gesundheit, mit den Sprunggelenken vor allen Dingen. Was hätten wir von an dem für eine Freude gehabt, wenn er gesund geblieben wäre? Und die Augen erkennen wir wieder. Er hält sich im Hintergrund mit allen Jungs und das Mädel ist auch dabei. Hans und Levan machen die Welle mit der Nordkurve. Euer Applaus vor der Kurve. Willkommen hier bei uns auf der Bühne. Hans Sappay und Levan Kenia. Dass es noch Friseure gibt, die Frisur hinkriegen. Ich dachte, das wäre eigentlich in den 70ern ausgestorben, die Mini-Pli. Wunderbar. Ich glaube, die beiden trauen sich noch nicht so richtig. Blumen und Geschenke zum Abschied. Der coole Hans ist als erster dran. Wird mit Sprechchören gefeiert. War bei allen wichtigen Spielen dabei in der letzten Saison. Wenn er auch lange draußen war, teilweise von Felix Magath zu den Amateuren geschickt, ohne sich was zu Schulden kommen zu lassen, aber er hat gespielt im Halbfinale bei den Bayern, im Pokalfinale gegen Duisburg, er hat gespielt in beiden Spielen gegen Inter Mailand und im Champions League Halbfinale. Also als wichtig war, war er dabei und hat gute Leistung gezeigt. Und Levan Kenia hat leider sein letztes Punktspiel 2009 gemacht. Auch Clemens Hünnes ist hier, gibt es noch ein paar tolle Fotos zum Abschied. Dankeschön, Levan, Dankeschön, Hans. Eines der Highlights der letzten 90 Minuten war natürlich die Einwechslung von Matthias Schoah. Und Matthias Schoah, unser dienstältester Spieler hier bei uns am Schalker Markt. Und auch für ihn gibt es hier, zusammengeschnitten von Jörg Sebener, die schönsten Bilder Filmab. Ah, der ist so wie der Papa einer Familie, kann man sagen. Das Leben geht weiter und ich hoffe auch, dass du da viel Spaß empfindest mit deiner Familie. Schon spannend, ihm da mal zuzuhören, wenn er von den alten Tagen redet, wo er gerade mit seiner Karriere angefangen hat. Drin das Ding und der FC Schalke hat es! Der größte Erfolg in der Schalker Vereinsgeschichte ist perfekt. Tobi, für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Jetzt hast du endlich Zeit, dein Handicap im Billard ein bisschen zu verbessern, dass du dann irgendwann mal vielleicht eine kleine Chance hast, gegen mich zu gewinnen. Ich muss nur sagen, es hat mir immer Spaß gemacht, um mit dir zusammenzuarbeiten und ein großes Lob für deine professionelle Einstellung. Er sorgt sich einfach um alle und ist einfach ein super Typ. Alles Gute für die Zukunft. Bleib so, wie du bist, alter Maler. Tonight, girl, it's only you and me.
der dienstälteste Schalker, der Eurofighter, der noch hier ist. Da ist er, unsere 33, der Papa, so wieder genannt in der Mannschaft, Matthias! Schobis letzter Gang mit seinen beiden Kindern. Der Sohnemann ist auch schon Torwart. Und er holt sich den verdienten Dank ab. Gleich bist du dran. Die Kollegen haben schon vor dem Spiel gepinnt. Und jetzt gibt es Beifall sogar von den Hertha-Fans. Ja, gibt es denn sowas? Für die angeblich doch so schlimmen Rivalen. Gute Geste von denen, zumindest die da geblieben sind. Schobi vor den Dutzenden Fotografen. Und das sind Jorge ganz links, Hugo, Matteo, Hector und Maria. Und da ist die Mama, nicht die mit dem T-Shirt. Auch Matthias hat natürlich seine Kinder mit dabei. Wahnsinn, Matthias Sova natürlich mit dem blau-weißen Blumenstrauß, Shake Hands mit Alexander Jobs, Gerd Rehberg und natürlich auch Clemens Hönnes und Peter Peters. Schobi ist ein Mann mit Humor. Der so, wird schon den einen oder anderen Spruch machen da. In einem silbernen Haar ist schwer. Ist ganz schwer, so sieht's aus. Nase sauber? Ich muss, glaube ich, mich erstmal setzen, denn jetzt wird es, glaube ich, ganz laut, denn jetzt kommt er. El Siete, die Sieben und jetzt wird's ernst. Wir möchten natürlich auch für ihn einen tollen, schönen, emotionalen Film sehen. Die schönsten Szenen mit Senior Rau. Film ab. Die Sieben in Spanien, eine lebende Legende. Olo, mein Freund, deine Zeit hier auf Schalke geht vorbei. Ich denke, es war für uns als Mannschaft, für deine Kollegen, für die ganzen Fans, für eine ganze Region, glaube ich, eine traumhafte Zeit. Du hast, glaube ich, den Menschen hier im Ruhrgebiet Träume mitverwirklicht und dafür möchten wir alle auch Danke sagen. Tú nunca tienes...
Senior. Ich wollte auch einfach nochmal loswerden, dass es für mich eine große Ehre war, mit dir zusammenzuspielen. Und ich hoffe, man sieht sich auch nach deiner aktiven Zeit bei Schalke mal wieder. Von daher Glück auf und bis bald. Gracias por tu esfuerzo y tu amistad y nos vemos por ahí. Verdienter Applaus und ganz ehrlich, es ist natürlich sehr gefährlich, immer für alle Schalker zu sprechen, aber heute, dieses Mal bin ich sicher, ich darf und kann im Namen aller Schalker sprechen. Es war und ist uns eine Ehre, dass er 2 Jahre bei uns war. Hier ist er, die 7, Senior! Raúl und sein Ältester, Jorge, sind nicht die Einzigen, die Tränen in den Augen haben hier. Wer hier kein Hühnerfell kriegt, keine Gänsehaut, der hat kein Gefühl für den S04 und für den Fußball insgesamt. Und ich weiß, warum er die Kinder mitnimmt. Damit er was zu tun hat, damit er nicht nur heulen muss. Ja, und damit sie alles mitnehmen können, was ihm jetzt noch zugesteckt wird auf seiner Abschiedsrunde. Ja, das gibt es in schönerer Form noch von uns. Jetzt muss Maria lernen, wie Laola geht. Die Jungs wissen schon. Alle schön im neuen Trikot. Das können sie mitnehmen nach Hause. Alle die 7 drauf und ihre eigenen Namen. Die Nordkurve will ihn noch mal nach oben haben. Und das Programm war eigentlich ein anderes. Er sollte jetzt auf die Bühne gehen, aber er will noch nicht. Er will zumindest die ganze Nordkurve abschreiten. Sowas wie hier hat er noch nie erlebt. Was einfach daran liegt, dass in Madrid alles abgeschottet wird. Dass du da gar keinen Kontakt zu normalen Fans hast. Und im Stadion und beim Training sowieso nicht. So was wie hier gegen Inter Mailand, als er in der Kurve war. Danach auch nochmal in der Bundesliga. Als er gehüpft hat mit den Fans vor der Nordkurve, hat er noch nie erlebt. Das ist so. Und deshalb können wir sicher sein, dass wir ihm auch eine Menge zurückgegeben haben. Er hat uns sehr, sehr viel gegeben. Danke. Und ein bisschen Deutsch hat er auch gelernt. Er verstehen tut er viel, verstehen tut er viel. Der Stolz von Clemens Tönnies ist der Stolz aller Schalker, dass wir ihn hier erleben durften.
Gerd Rehberg ist auch mehr als feucht um die Augen rum. Mit dem Danke Senior, Gracias Senior Shirt. Und auf dem großen Trikot steht auch Gracias Raúl, das haben wir umgedreht, dass das vor auf dem Rasen liegt, vor der Nordkurve. Familienvater, Familienmensch und wird jetzt sicherlich auch mehr Zeit haben für seine Familie. Und alle fünf sind dabei, stehen hier auf unserer Bühne. Da ist natürlich auch schon eine Menge Respekt bei den Kindern. Hier das Abschiedstrikot. Wir möchten jetzt natürlich alle Spieler hier mit auf die Bühne bitten zu einem gemeinsamen Bild und für ein gemeinsames Lied. Auch Hübschens, dem es heute mit dem Rücken natürlich nicht sehen lassen hat. 10, 7 und 2x4 Jahre die Jungs. Also können wir ausrechnen, wann die mal auftauchen in entsprechenden Jugendmannschaften. Könnte dann aber doch eher bei Real Madrid sein. Jetzt wird es nämlich voll. Hier stehen sie, die Champions League Qualifikanten. Platz 3, der FC Schalke. Sauber, Jungs! So, und wie sich gehört, gibt es natürlich auch ein schönes Abschiedslied. Wir haben es extra für diesen Moment komponiert und umgeschrieben. Blau und Weiß, ein Leben lang und vielleicht kann ja der ein oder andere Spieler, den wir heute verabschieden, auch ein bisschen von unserem Gefühl mitnehmen. Ich bin mir sogar ganz sicher. Arnkurt Lenker von den Florians. Blau und Weiß, ein Leben lang. So ist es. Der Ferne, die Arena leuchten siehst und im Tunnel dann die Spannung steigt, wenn du Richtung Spielfeld gehst, dann hörst du deinen Namen 60.000 Mal und du weißt, das ist das Einzige, was zählt. Schalke ist der geilste Club der Welt. Jeder Kampf um jeden Preis, bei dem nur einer siegen kann. Mit tausend Freunden, die zusammenstehen, stürmen wir nach vorn. Und du weißt, das ist das Einzige, was zählt. Fällst du vor deiner Kurve auf die Knie? Ein blau und weißes Wagen mehr, zum nächsten Mal hörst du die Melodie. Ein
die Florians, ein Leben lang Ankommenka, danke an den Karim. Und ich darf nochmal Clemens Sönnis und Horst Held auf die Bühne bitten. Es gibt noch irgendetwas zu sagen, ich weiß nicht was, ich bin gespannt. Und ja, Clemens, hau rein. Zuallererst Gratulation an unsere Mannschaft zum dritten Platz und zum klaren Erreichen der Champions League. Und ich moderiere nur ganz kurz an, weil das Wichtigste hat unser Manager Horst Held zu sagen. Und bevor ihr alle nach Hause geht, das müsst ihr mitnehmen, weil das ist gut für uns und für Schalke und für die nächste Saison. Horst. Hallo zusammen. Also erstmal vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Ihr wart sensationell diese Saison. Vielen Dank. Und ich habe mir überlegt, ich sollte eigentlich was Schönes sagen. Ich überlege erst, ob ich sage Freibier für alle heute, aber Clemens, das machst du nicht mit, ne? Und bevor die Mannschaft jetzt nochmal eine Runde dreht, wollte ich euch noch sagen, dass Jefferson verlängert hat bis 2016. Wenn er das geahnt hätte, wer weiß, ob er unterschrieben hätte. Jefferson verfahren bis 2016, jawohl. Das ist eine Nachricht, die gefällt. Was lange dauert, Königsblau. Endlich gut, Jefferson verfahren. Ja, Glückwunsch zu Platz 3, Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Danke an euch alle, danke an Senior Raul, an Hans Apay, an Mathis Schober und an Leverkenia. Und ich bin sicher, die Jungs werden es sich nicht nehmen lassen, jetzt auf die Ehrenrunde zu gehen. Danke, Glück auf! Das war's mit dem offiziellen Programm. Also, jetzt gibt's noch die große Ehrenrunde. Wir lassen das mal so stehen. Ich will euch nicht die ganzen Gefühle totquatschen. Schaut weiter zu, wie der Senior zum letzten Mal den Gang um die Arena macht. Auch das eine Sache, die es in Madrid mit Sicherheit nicht nach jedem Heimsieg gegeben hat. Wer den Fußball liebt, muss diesen Spieler lieben. Wer dazu noch den FC Schalke 04 liebt, ja, für den geht das schon ins Übermenschliche. Aber Schalke hat es vorher gegeben, Schalke wird es nachher geben. Wir können froh und glücklich sein, dass wir die zwei Jahre mit diesem außergewöhnlichen Menschen und Fußballspieler hatten. Genialste Momente, die er uns geschenkt hat. Wir haben ihm viel Liebe gegeben, viel Zuneigung und das Gefühl, am Ende noch mal was ganz Tolles erlebt zu haben. Nach 18 Jahren bei Real Madrid. Das war eine tolle Geschichte, die wir erleben durften, die er erleben durfte. Sie findet heute ihr Ende. Sie muss irgendwann ihr Ende finden, entweder heute oder nächstes Jahr. Leider schon heute. Aber es ist ein perfekter Tag dafür. Platz 3 klar gemacht. Er hat sein Tor gemacht, sein Abschiedstor in der Arena. Und jetzt geht es noch einmal auf die ganz große Runde für Raul. Ich sag tschüss und Glück auf. Samstag in Bremen machen wir noch ein bisschen Party und ansonsten dann bis zur nächsten Saison.
Zaue, S04 und die Marco-Reich. Florian Zaue war da mit einer besonderen Akustikversion. Königsdauer, S04. Yeah.